Und wir fangen an mit unseren Torhütern im Tor dieses Jahr bei uns. Unsere Nummer 1, Marco Hiller. Er hat sich leider, also er hat sich den Platz zwischen den Pfosten zurückerkämpft und mit starken Leistungen in den ersten Spielen wirklich auf sich aufmerksam gemacht. Unsere Nummer 39, Henrik Kohlmann. Er ist noch ein junger Kerl. Mit der Nummer 40, Tom Kretschmar. Das sind die Jungs, die dieses Jahr häufig und so oft wie möglich zu Null spielen sollen. Unsere Torhüter, herzlichen Dank. So, die Jungs, die auch natürlich dafür sorgen sollen, dass der Kasten zum hinten zu Null bleibt und in der Abwehr dieses Jahr bei uns mit der Nummer 2, Erik Weger. Er ist unser Jüngster im Kader, 17 Jahre, gell? Niklas Young. Der alte und neue Kapitän, Felix Weber. Er hat letztes Jahr noch bei den Amateuren gespielt. Seit diesem Jahr ist er im Profiteam mit der Nummer 6, Marco Raimondo Metzger. Der erste offizielle Neuzugang aus Magdeburg gekommen mit der Nummer 13, Dennis Erdmann. Mal im Mittelfeld, mal in der Abwehr, unsere Nummer 22, Aaron Berzel. Leider hat er sich am vorletzten Spieltag der letzten Saison schwer verletzt. Unser junges Talent mit der Nummer 27, Sammy Becker hier. Letztes Jahr nach dem Aufstieg aus Schweinfurt hierher gewechselt mit der Nummer 28, Herbert Paul. Ja, jüngst natürlich am Freitag auf sich aufmerksam gemacht als Torschütze mit der Nummer 33, Leon Klassen. Und er ist unser Standardspezialist, Linksverteidiger Philipp Steinhardt. Wer die Nachrichten, die Berichterstattung in den letzten Tagen verfolgt hat, merkt, einer fehlt noch. Unser Neuzugang, Tim Rieder. So, nochmal ein Applaus für unsere Abwehrspieler für die Saison 2020. Geht schon langsam an die Rubrik Richtung vorne, Richtung ins Tor, Richtung zum Tore schießen. Aber fangen wir erstmal mit den Defensiveren an. Mit der Nummer 5, leider verletzt, aber schon wieder im Aufbautraining, Quirin Moll. Man sieht, dass du im Training bist. Ausgeliehen letzte Rückrunde, aber jetzt wieder dabei mit der Nummer 8, Simon Seferings. Er hat das wichtige Tor geschossen gegen Saarbrücken im Aufstiegsspiel. Heute leider krankheitsbedingt nicht dabei, aber schön, dass er wieder zurück ist. Unsere Nummer 10, Timo Gebhardt. Er hat gerade in den ersten Spielen für Furore gesorgt. Auch ein junges Talent mit der Nummer 14, Dennis Dressel. Er ist, glaube ich, so die Allzweckwaffe seit 3 Jahren, 2 Jahren, er ist auch 2017 gekommen.
mit der Nummer 17, Daniel Wein. Jüngst im Heimspiel gegen Zwickau war er derjenige, der den sogenannten Dosenöffner erzielt hat mit einem fantastischen Freistoß. Unsere Nummer 20, Efkan Bekiroglu. Auch letzte Saison gekommen aus Bayreuth mit der Nummer 34, Christian Müllein. Unser Mittelfeld. Danke. So, und jetzt kommen wir zu denen, wo es wirklich spannend wird. Unsere Stürmer. Und da haben wir auch letztes Jahr aus Ingolstadt einen ganz linken dazu bekommen. Mit der Nummer 7, Stefan Lex. Gott sei Dank auch wieder gesund. Ja, gut, was soll ich jetzt dazu sagen? Unser Top-Torjäger, alter Hase. Unsere Nummer 9, Sascha Mölders. Er war jüngst im Februar schon im Trainingslager dabei, hat jetzt in der Vorbereitung ebenfalls zu Furore gesorgt. Auch ein ganz, ganz junges Talent. Mit der Nummer 11, Fabian Greilinger. Auch einer der jungen Wilden, weil so jung bist du gar nicht mehr, aber immer noch wild und auf jeden Fall schnell außen unterwegs. Unsere Nummer 16, Benny Kindsvater. Leider auch noch verletzt, aber auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler für Daniel Birovka. Unsere Nummer 18, Nico Kager. Ja, er ist unser Pokalheld in den letzten drei Runden, hat aber jetzt auch in der Liga getroffen, Gott sei Dank. Unsere Nummer 24, Markus Ziais. Hi, Noel. Ja, Noel ist auch noch da. Noel, komm her, unsere Nummer 19, sorry. Auch ein ganz junger Spieler, super Talent, unsere Nummer 19, Noel Niemann. Kriegt der Markus nochmal einen Sonderapplaus mit der Nummer 24. Wir müssen nochmal einen weitermachen, bitte. Genau, denn jetzt kommt auch ebenfalls aus Schweinfurt gekommen, letztes Jahr mit der Nummer 25, Marius Wilsch. Und so wie ich eben Tim als letzten aufgerufen habe, auch bei den Stürmern haben wir einen Neuzugang, Prince Osei Owusu. Schön, dass du wieder da bist. Unsere Stürmer. So, und jetzt glaube ich, wird es ein bisschen lauter, denn jetzt möchte ich gerne denjenigen auf die Bühne holen, der diese Jungs hier tagtäglich trainiert, für den arbeiten darf. Unser alter und neuer, schön, dass du da geblieben bist, Daniel Birovka, unser Cheftrainer. Unterstützt wird er mit einem großen und tollen Trainerteam. An seiner Seite Oliver. Ebenfalls an seiner Seite Franz Hübel. Leider heute Abend auch verhindert, aber er ist entschuldigt natürlich, kann heute nicht bei uns sein. Unser Torwarttrainer Harald Huber. Und derjenige, den die Jungs wahrscheinlich am meisten fürchten, denn er arbeitet mit den Jungs hauptsächlich im Kraftraum oder im Athletikbereich, unser Athletiktrainer Matthias Luginger. Unsere Trainer. Ja.
hinter einer starken Mannschaft, so sagt man, steht auch ein richtig, richtig starkes Team. Ich habe gesehen, einer ist noch dazugekommen. Du darfst dann natürlich auch gleich mit auf die Bühne kommen. Aber zunächst einmal möchte ich mit unseren Physiotherapeuten anfangen. Das ist unser Funktionsteam, unsere Physiotherapeuten. Tobi Adams ist heute leider nicht da, aber trotzdem ein großer Applaus für ihn. Er wird vertreten von Nick Murian. Bitte. Scheint ja sehr beliebt zu sein. Er ist derjenige, der immer schön die Trikots für die Jungs zurechtlegt. Unser Zeugwart, Norbert Stegmann. Okay, das ist noch beliebter. Lobby. Er ist derjenige, der sich um im Prinzip die Reisen oder um jede einzelne Belange der Spieler kümmert. Unser Teammanager, Fatih Aslan. Er ist derjenige, der die Jungs sicher und gut zu den Auswärtspartien, aber auch zu den Heimpartien natürlich bringt. Unser Busfahrer Georg Ostermeier. Natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass auch viele Zeitungen anfragen für Interviews. Ich möchte noch Rainer Kmet, unseren Pressesprecher, begrüßen und vorstellen. Und ich habe noch gesehen, dass unser Mannschaftsarzt auch da ist. Christian Wimmer, komm hoch. So, das ist unser Funktionsteam. Jetzt würde ich bitten, kommt nochmal alle hoch. Machen wir noch ein gemeinsames Foto. Und dann seid ihr erstmal entlassen und ich darf dann auch gleich das Buffet eröffnen. So, sehr gut. Ihr zückt schon alle eure iPhones, eure Telefone, die Kameras. TSV 1860, 1920.